Hallo Freunde, der NRW über 18 hier. Ich begrüße euch zum nächsten Adventskalendertürchen. Heute schreiben wir den 11. Dezember. Tja, was fällt euch sonst noch auf? Irgendwie ist die Kameraeinstellung ein wenig anders. Und genau das ist sie auch. Ja, öfter mal was Neues. Ist jetzt einfach der andere Rechner. Selbe Kamera. Und ja, ist denke ich mal was anderes. Sie schaut ein bisschen anders aus. Ich sitze mal andersrum. Naja. Ja, Freunde. Es ist soweit. Der 11. Dezember. Ansonsten, ja. Wie ist das Wetter bei euch? Schneit es bei euch? Bei mir schneit es nicht. Bei mir ist es grau in grau. Nun ja, gestern bzw. heute Nacht konnte ich Star Trek Away Team fertig machen. Es wird jetzt weitergehen mit Geheimakte. Saints Row konnten wir auch gestern endlich weitermachen. Da werden jetzt auch morgen am 12. dann die ersten Videos kommen. Schneller schafft es leider der Kelvin nicht zu rendern und hochzuladen. Weil seine Internetleitung, ihr kennt es, ist ja nicht gerade die schnellste. So. Sehr merkwürdig. Und Freunde, für die Leute, die ein iPad oder iPhone haben oder Android, je nachdem, und die App, die Simpsons Springfield spielen, liebe Grüße an euch, ich spiele sie auch. Gestern kam endlich, beziehungsweise heute Nacht, das Weihnachts-Update und für alle die, die es noch nicht wissen, ich bin auch da angemeldet. Ich heiße NRWBoy18, genau wie hier und ihr könnt mich gerne hinzufügen als euren Freund und mir ganz viele Geschenke in Springfield niederschmeißen. Also da würde ich mich sehr drüber freuen. Nur so als kleiner Tipp. So, dann schauen wir uns den ersten Kalender an. Heute mal mit dem hier und da unten ist sie auch schon. Da... Warte mal, ich zeig euch das mal, dass ihr nicht denkt, dass ich euch hier Quatsch erzähle. Da ist die 11, da auf dem gelben Arm. So. Und dann tauen wir mal da rein. Und obla, drin ist ein Teddybär oder ein Koala, könnte es auch sein. Auf jeden Fall ist er weg. Hm. Ja. Erstmal Nummer 1. Hm. Jetzt kommt Nummer 2, der steht ja gerade so schön. Und die Nummer 11, das ist die 3, wenn ich mal zeige, was wir hier schon alles gemacht haben. Die 9 hatten wir auch schon. Die 7 hatten wir schon. Naja, also der Kalender ist schon echt ein Erlebnis hier. Die 4 hatten wir schon. Da oben ist die 12, da unten ist die 5. Da ist die 2. Also es sieht schon sehr irgendwie geplündert aus. Die 8. Die 11, hier unten ist sie. Da ist die 11. Na. Das ist was Kleines, das könnten Schokobons sein. Ja, es sind 2 Schokobons. 1, 2. Oh, und da kommt das Papier vom anderen Schokobon schon raus. Von der Nummer 21 oder von der 18 vielleicht. Naja. Ja, Freunde, 2 Schokobons. So. Zack. Die werden auch direkt vernichtet. Mhm. Immer so viel Müll. Mhm. Mhm. Und bevor es ans Basteln geht, kommt das Rätsel Nummer 11. Irgendwie habe ich heute Morgen Frosch im Hals, ich weiß auch nicht warum. So, und heute am 11. Dezember, ach hey, jede Menge Text. Kelvin, mein lieber Freund, Apfel und Nüsse gehören seit jeher zu Weihnachten. Aus was? Was symbolisieren die Nüsse? Gott gibt uns die Nüsse, aber er knackt sie nicht. Harte Schale, weicher Kern. Das Wort muss ist eine harte Nuss. Hä? Gott gibt uns die Nüsse, aber er knackt sie nicht. Harte Schale, weicher Kern. Das Wort muss ist eine harte Nuss. Freunde, ich erzähle keinen Quatsch. Das steht da. Wenn ihr Kelvins Schrift lesen könnt. Gott gab uns die Nüsse, aber er knackt sie nicht. Harte Schale, weicher Kern. Oder das Wort muss ist eine harte Nuss.
Was ist denn das für eine Frage? Die Apfel und Nüsse gehören seit jeher zu Weihnachten. Was symbolisieren die Nüsse? Gott, also Weihnachten hat ja so Jesus, Gott so, ne, christlicher Glauben etc. Und deswegen das Einzige, was damit meines Erachtens nach assoziiert werden kann, ist das Erste. Gott gibt uns die Nüsse, aber er knackt sie nicht. Ich nehme das mal. Weil harte Schale, weicher Kern, das ist, da habe ich mal ein Kreuz gemacht. Und das Wort Muss ist eine harte Nuss, das ist eine kleine Erfindung wahrscheinlich vom Kelvin, weil es sich so schön reimt. Harte Schale, weicher Kern, das Sprichwort kennt man. Gott gibt uns die Nüsse, aber er knackt sie nicht. Ist für mich auf jeden Fall richtig. Aber ob es wirklich richtig ist, das ist die andere Frage. Nichtsdestotrotz, Kelvin, ich bin gespannt auf die ganzen Auflösungen von diesem echt geilen Adventskalender. So, jetzt schauen wir uns unseren Kalender an. Und hier ist die 11. Da. Und daher drin ist... Na... Och, das kann doch nicht sein. Oh. Okay. Ah, zwei Teile. Drei Teile. Und das soll es sein. Also es schaut... Es könnte eine Blume sein. Aber... Oh, die vier Teile. Nee, da ist ein 100 Lego-Mark. 100 Lego-Mark. Und das Ganze soll jetzt wie... Ach, das ist ein Korb. Ach nein, hätte ich das doch mal jetzt drin... Ach, scheiße. Hätte ich das doch mal drin gelassen. Ja, so soll das aussehen. Da. Das ist ein Körbchen. So eine rosa Handtasche, wobei rosa ja meine Lieblingsfarbe ist, das wisst ihr ja alle. Und da ist jetzt dieser 100 Lego Mark, Schein, Stein, wie auch immer drin. Und das andere, das sind so diese goldenen Dinger da. Und ja, das ist so, ja, eine Einkaufstasche, würde ich sagen. Und die haben wir hier irgendwo auf dem Bild nicht drauf. Wir haben hier die Geschenke, jede Menge. Aber dieses komische Geschenk, was ich jetzt hier rausgeholt habe, haben wir hier nirgendwo drauf. Das ist auch nicht schlecht. Tja, Freunde, also wieder etwas mehr für unser kleines Lego-Dörfchen. Ein kleines Körbchen. In rosa. Toll. Toll, toll, toll. Ich liebe rosa. Ich finde rosa ja so toll. So. Freunde. Und in diesem Sinne würde ich sagen, war es das für heute den 11. Dezember. Ja, ich betone das immer 12-mal, um auch ganz sicher zu gehen, dass ich nichts Falsches sage und das richtige Türchen aufmache. So, ich werde jetzt wieder rendern, dann werde ich gleich zur Arbeit dürfen. Ich werde jetzt bis Samstag durcharbeiten dürfen. Ist das nicht herrlich? Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen am 12.12.2013. Letztes Jahr war es schön am 12.12.12. wieder und dann mit dem 12. Adventskalender-Türchen. Da bin ich echt gespannt, was da in dem nächsten Zettel von Kelvin drin ist. Aber das erst morgen. Bis dahin erstmal. Ich wünsche euch was. NRW bei 18. Adieu.